Moin Leute, ich habe heute ein Thema, was sich jetzt mit dem Himmel oder mit der Erde als Zukunft beschäftigt, weil die Zeugen der Wachturmgesellschaft, um die geht es ja jetzt hauptsächlich, also nicht nur die, aber hauptsächlich wahrscheinlich, glauben ja daran, also die meisten von denen, dass sie ja auf der Erde weiterleben. Nun, wenn die Zeugen jetzt da rauskommen aus ihrem Traum und erwachen und merken, da stimmt ja so einiges nicht. Aber das größte Problem oder die größte Krankheit, die die haben, ist, sie möchten auf der, also wenn sie überhaupt noch glauben, ja, dann möchten sie auf der Erde leben. Da wollen sie also weiterleben. Die behaupten ja, Christen zu sein. Gut, nur wenn sie aufwachen, dann bemühen sich ja einige Christen zu werden und Jesus zu finden und so weiter. Aber die Krankheit bleibt bestehen. Oft bei vielen, ja, sie möchten auf der Erde weiterleben. Hatten wir also schon das große Problem schon öfter. Und immer wieder, wenn ich mit denen rede, ja, die wollen also, und die sind da fest schon fixiert, wie eben andere Religionen ihre Macken haben und da irgendwie von den Kirchen mit ihren Glaubensstatuten und Glaubensbekenntnissen auf andere Dinge fixiert werden. So, wir wollen uns aber jetzt heute mit diesem Thema beschäftigen, weil es auch noch Prediger gibt im Internet, die sagen, ja, das himmlische Leben ist auf der Erde. Sowas gibt's auch. Und das haben mir schon einige gezeigt. Guck mal hier, was hältst du denn davon? Ja, dann haben sie mir da dieses komische Video geschickt von dieser Knalltüte, der ja totalen Blödsinn erzählt. Weil wir wollen jetzt mal gucken, welche Bibelstellen, womit kommen denn die Zeugen Jehovas? Also wenn man sie jetzt anspricht und hingeht und sagt, sag mal, ich verstehe gar nicht. Wo steht eigentlich, dass Christen mal auf der Erde leben? So, wenn die richtig zuhören, dann kommen die also mit Bibelstellen aus dem Neuen Testament. Und da gibt es ja nicht so viel. Ja, die anderen, die kommen alle mit hier Psalm und Jesaja und so weiter. Und dann sage ich, Christen, Christen. Aber weil die alles durcheinander bringen und die Bibel, ja, die ist ja ein Werk und ja. Dann muss man die erstmal wieder, ja, damit hinbekommen und erstmal daran erinnern, ja, gibt es jetzt einen Bund? Unter welchem Bund stehst du auch da? Wissen welche denn gar nicht mehr weiter und was sie jetzt überhaupt noch sagen oder glauben sollen. Da sind sie also ganz überrascht, weil sie da nicht mehr durchblicken, was denen alles verkauft wird und was da so die Lehre der Zeugen ist. Die kennen die meisten ja auch schon gar nicht mehr richtig. So, also, dann gucken wir mal, was das Neue Testament, ja, also die christlichen griechischen Schriften sagen. Ja, wenn man Christ ist, ja, dann muss man sich an christlich-griechische Schriften halten. Und nicht, was das Erbe der Juden ist. Ja, die haben natürlich die Auferstehung auf der Erde mal später in den 1000 Jahren. Aber das ist jetzt mal ganz nebenbei. Wir gucken jetzt mal, welche Texte haben jetzt die Zeugen, wenn man sie anspricht. Manche kommen ja mit diesen. Und dann haben wir hier schon den ersten Matthäus 5, Vers 5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder die Erde erben. Es kommt darauf an, welche Übersetzung man hat. So, jetzt ist die Frage, ja, wenn die jetzt sagen, guck mal, hier steht das aber, die werden das, ja, das Land oder die Erde erben. Jetzt ist aber die Frage, wer ist also der Erbe? Und da muss man dann also mal nachschauen, wer sind die Erben? Und da gucken wir mal Römer 8. So. Nehmen wir mal den Vers 17 hier, da ist das also. Wenn aber Kinder, so auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Also das sind hier wird für gesprochen von Jesu Brüder, ja. Wenn man den also den Kontext hier liest, jetzt hier, ja, diese ganzen Verse davor, dann wird man das also ganz klar erkennen. Aber hier wird dann gesagt, so auch Erben Gottes und Miterben Christi, den Königen, die sind ja dann später Könige und die erben das Land. Die sind die Landbesitzer, genauso wie heute, ja. Wo die englische Krone ja immer noch, ja, Besitzer von Australien, Kanada, Indien und so weiter ist, die sind die eigentlichen Besitzer des Landes. Und so ist das nachher auch, ja. Jesus wurde alles übergeben, dem gehört das, er ist der Erbe und die Miterben hier, ja. Wir sehen das, ja. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, dem alles übergeben wurde.
So, das ist also Matthäus 5, Vers 5, ja, die sind die Erben. Also der Text zählt ja noch nicht so wirklich. Dann gucken wir uns an, manche kommen dann auch mit Offenbarung 21, 2 bis 4. Da gucken wir mal, was die, ne, so einige Zeugen, die sagen, ja, guck mal, hier steht das. Ja, ganz viele, wenn man sie fragt, ja, wo denn hier, was ist damit gemeint, dann können sie gar nichts antworten. Wir gucken uns das mal an, Offenbarung Kapitel 2, ja. Wir fangen mal bei 1 an am besten. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen: Siehe, das Zelt Gottes ist bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So, dann sage ich jetzt, ja, wo ist denn, steht denn jetzt hier drinne, dass also Christen auf der Erde leben? Und da können die da nichts sagen, weil ihnen das auf einmal gar nicht mehr einfällt. Die fuchteln da ja in den Versammlungen mit diesen Texten rum. Aber hier steht das gar nicht. Genauso wie in anderen Texten, die dann irgendwo denken, dass da zwei Gruppen von Christen gibt, Johannes 10, Vers 16, ja. Aber da steht auch nicht das, was sie da behaupten. Und das ist hier genau das Gleiche, ja. Hier wird einfach gezeigt, ja, dass also das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, ja, und von Gott. So, und dann wird gesagt, das Zelt Gottes ist bei den Menschen. Dann sage ich immer so, lebt ihr denn jetzt hier auf der Erde bei den Menschen? Nee, natürlich nicht. Nee, hier wird nur gesagt, dass Menschen auf der Erde sind. Ja, ganz richtig. Ja, wir haben ja gelesen, Vers 1, neue Himmel, neue Erde. Und danach werden ja wieder ganz viele auferstehen. Aber das heißt nicht, dass Christen auf der Erde leben. So, gut. Gucken wir uns das also an. Mit solchen Sachen kommen dem einige zumindest. Und dann kann man ihnen sagen, ja, wo steht das aber hier jetzt, ne, dass die jetzt hier überleben werden und dass da das Menschen nachher auf der Erde leben, ist schon ganz klar. Aber ja, für Christen gibt es also eine andere Hoffnung. Und die gucken wir uns jetzt mal an, wo das steht in der Bibel. Dabei ist es ja wichtig zu wissen, welche Hoffnung habe ich denn nun wirklich? Ja, weil ja jederzeit wachen ja welche auf und die sind ganz durcheinander und wissen nicht mehr, was ist jetzt los. Gut, Markus. Markus Kapitel 12, Vers 25. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. So, da hatten also die Sadduzäer Jesus ja eine Frage gestellt. Hier ist der gestorben, die hatte jetzt, also die Frau, die hatte jetzt also 7 Männer, wer wird sie bekommen und bla bla bla. So, und jetzt gibt Jesus diese Antwort. Und hier kann man ja mal sehen, was heißt das eigentlich, was Jesus hier sagt? Was bedeutet das? Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, ja, und dann sagt er hier, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel in den Himmeln. Und er sagt hier auch nicht, einige von ihnen werden so sein. Nein. Alle. Und das gucken wir uns jetzt an, diese Bibeltexte. Gibt es also in der Hoffnung Unterschiede? Und wenn es Unterschiede geben sollte, dann müssten die benannt sein. Wir gucken jetzt mal, gibt es also da Unterschiede? Also das ist jetzt schon mal ein Text. Wir nehmen mal Philipper 3, Vers 20, 21. So. Kapitel 3, Philipper, Vers 20 und 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestaltet, wird seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig nach, also machen wird, ja, sind immer so manche Sachen in Klammern hier, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also hier wird ganz klar gesagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln.
Vers 21 wird gesagt, der Leib der Nichtigkeit wird umgestaltet, ja, und einen Leib der Herrlichkeit gleichförmig gemacht. Und hier steht auch nicht wieder bei einigen, sondern es gilt immer für alle Christen. Und es gibt hier auch kein Datum in der Bibel, dass sich das mal ändert. Ja, das ist ja auch mal wichtig zu wissen, dass wir also sehen, sowas ändert sich also nicht in der Bibel. Hier gibt es nicht irgendwie bis dahin oder dann kommt hier irgendwie eine neue Lehre oder irgendein anderer übernimmt hier und nicht mehr Jesus oder so. Also das finden wir nicht. Hebräer Kapitel 3, Vers 1, ja. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus. Ja, Teilhaber der himmlischen Berufung. Gut, dann geht es weiter. Also auch wieder, ne, ganz klar. Sie sind berufen. Da ist also nichts zum Aussuchen, ja, wie manche denn so denken, ja, wir wollen aber nicht. Ja, dann musst du das mal mit Jesus besprechen, ja. Das ist das, was angeboten wird, und dann musst du gucken, ob du das überhaupt, ja, schaffst. Und dann kann man weitersehen. Galater 4. Und 7. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Ja, wie haben wir das hier wieder? Ja, das sind die Erben. Ja, Matthäus 5, Vers 5 hatten wir zum Anfang, ne? Die die Erde erben. Hier sind die Erben. Weil ihr aber Söhne Gottes seid, sandte Gott den Geist, ja. Und dann 7. Bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn? Wenn aber Sohn, so auch Erbe Gottes. Ja? Dann bist du der Erbe. Dann wirst du das Land oder das, ja, oder die Erde erben, sozusagen. Ja? Mit Jesus, mit Erbe sein. Was wir in Römer gesehen haben. Gut, wir gucken uns nochmal Matthäus an hier. 28. So, dann nehmen wir mal den letzten Vers hier eigentlich. Hier 20 gucken wir uns mehr hier an. Von Matthäus 28, Vers 20. Und dann sagt er, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, sagte Jesus, ja. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, das sollen die alles bewahren, was in der Schrift steht. Und er sagt, ich bin bei euch alle Tage, ja. Also wenn er alle Tage bei seinen Jüngern ist, dann kann Jesus nicht unsichtbar 1914 wiederkommen, wenn er die ganze Zeit unsichtbar da ist, vorhanden ist, ja. Sagt er hier. Das ist schon mal eine Sache. Aber siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also wenn Jesus wiederkommt zur Vollendung des Zeitalters. Wir wissen ja, dass er sichtbar wiederkommt, auch wenn einige, also die Zeugen der Wachturmgesellschaft, was anderes behaupten, müssen einfach mal eine richtige Bibel lesen. Dann werden wir also ganz klar erkennen, es ändert sich nicht. Die Schrift ändert sich nicht, hier wird nichts geändert und so weiter. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Da darf man auch kein anderes Evangelium predigen, ne? Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Das machen nämlich die Zeugen. Ja, und da wird ja hier gesagt, in Galater Kapitel 1, Vers 6 wird gesagt, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Und genau das machen die Zeugen, ja, diese leitende Körperschaft da, ja. Die kehren das also um. Die sagen, nee, ihr bleibt auf der Erde, im Himmel, ja, geht's nicht. Wir sagen euch, pass mal auf, vom Brot und Wein habt ihr nicht anzufassen. Ihr dürft das weiterreichen, nicht nehmen davon. Nee, nicht knabbern, nicht trinken. Das gibt's nicht. Das sagen die Menschen in den USA, ja. Jesus sagt was ganz anderes. Apostel Paulus sagt auch was ganz anderes. Und die, was hören die? Auf Menschen. Ja, und dann sehen wir hier nochmal Vers 8. Dann sehen wir ja, also ein, ja, ein anderes Evangelium hier, sehen wir das, ja.
In Vers 8, einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas anderes oder etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich es auch jetzt wieder. Wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, ja, er sei verflucht. Also das ist also eine ganz wichtige Sache. Das sind also, ja, die Zeugen der Wachtumgesellschaft sind also Verfluchte, weil die einfach manipulieren, ja. Die verändern einfach Dinge, verändern die Bibel, schreiben im Neuen Testament Jehovarin, obwohl es das in den christlich-griechischen Schriften nie gab, ja. Steht immer nur Kyrios. Also Herr, nicht ein einziges Mal JHWH oder sowas. So, und dann sind das eben solche Veränderungen. Und das ist jetzt hier auch bei diesen Dingen, ja, die verändern einfach was. Die Botschaft ist also verändert. Und die geben denen eine andere Hoffnung. Ja, die sagen, die kommt auf der Erde, überleben, ja, und dann geht ihr mal so durch, nehmt bloß nicht von den Symbolen, dürft ihr gar nicht und so weiter. Ja, also das ist eine völlig veränderte Botschaft. Das sind also Verfluchte. Und das wird auch bald deutlich sichtbar, dass sie auch zu Babylon gehören. Ja, wenn Babylon jetzt also in kürzester Zeit also angegriffen wird und vernichtet wird, dann wird man auch merken, oh, die Zeugen der Wachtumgesellschaft sind auch nicht mehr da. Da hat sich also auch was getan. Gut, wir machen jetzt mal weiter hier und gucken uns noch weiter also Stellen an, die nach wie vor Bestand haben, die sie also niemals ändern, bis Jesus wiederkommt, wo Jesus darauf hinweist, ja, hier in der Bibel, in Gottes Wort, dass Christen eine himmlische Hoffnung haben. Wir gucken uns weiter an 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Wieder so ein Text, ja? In den Himmeln aufbewahrt für euch. Das macht auch keinen Sinn, wenn man die große Drangsal durchlebt und dann nachher nochmal 1000 Jahre wieder weiter und dann nochmal eine Prüfung machen muss, bis man Leben bekommt. Für Christen ist die sozusagen jetzt, leben wir in einer Zeit, ja, wo Christen eine Gerichtszeit hat. Eine Gerichtszeit für Christen, in der Christen geprüft, gesucht und geprüft werden bis zum Tod, wie das auch bei den Aposteln ja oft passiert ist. Und dann sind sie geprüft. Und dann kriegen sie weiße Gewänder. Ja, wissen wir, Offenbarung 7, Vers 9, wissen wir, dass sie weiße Gewänder haben. Ja. Und das ist, weil sie eben vollständig geprüft sind. Die gerechten Taten, ja, bedeuten die weißen Gewänder. Ja. Das ist nicht nochmal, dass die nochmal die große Volksmenge da nochmal weiter geprüft wird. Das ist Quatsch. Können wir uns aber nochmal angucken. Naja. So, wir haben jetzt aber hier erstmal die Hoffnung. So. Dann haben wir 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, dass wenn wir unser irdisches Zelt zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Himmlische Hoffnung für alle Christen. Hier gibt es nie Ausnahmen, ja? Passt mal auf bei diesen Bibelstellen, die gibt es nie, einige von euch oder sowas gibt es nicht. Und das darf auch nicht geändert werden, Gottes Wort, haben wir gelesen, ja? Keine andere Botschaft. So, dann haben wir 1. Thessalonicher 4, 16 und 17. Da wird ja auch davon gesprochen, ja. So, denn der Herr selbst wird beim Befehlsrufe, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden
zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen. Das heißt, zuerst die erste Auferstehung und dann mit diesen zuerst Auferstandenen, also die die erste Auferstehung bekommen haben, zusammen mit denen, die noch leben, gemeinsame Entrückung. So steht es hier. Und wenn es hier so steht, ist es so. 1. Korinther 15. Ne? Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden in einem Nu, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. So, ja, auferweckt werden, unvergänglich. Das heißt, die erste Auferstehung, man ist sozusagen geprüft bis zum Tod. Hier wird ja, für Christen gibt es hier nicht nochmal nachher irgendwie was, ja, weil wir wissen ja, die anderen, die denn also in die 1000 Jahre, ja, die Auferstehung, von der Paulus sprach, die Auferstehung der Ungerechten, die werden erst am Ende der 1000 Jahre nochmal geprüft. Also die hier, von denen hier gesprochen wird, die werden also umgewandelt sozusagen oder verwandelt, ja, und Unvergänglichkeit bekommen die, Unsterblichkeit. Okay, dann habe ich als nächstes 2. Timotheus 2. Timotheus 2. So, das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er auch uns verleugnen. Also hier wird ganz klar gesagt, wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Also hier geht es wieder um Christen, die angesprochen werden. Ja, ist ja ganz logisch, Neues Testament. Christen werden mitherrschen, gibt es keine Ausnahmen. Immer wenn davon gesprochen wird, alle sind dabei und es wird auch kein Zeitpunkt genannt, wo diese Botschaft geändert wird, bis Jesus wiederkommt. Und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Das ist ja eigentlich auch ziemlich klar. So, gut, dann gucken wir uns dann nochmal an. Offenbarung 7, Vers 9, ja. Hier wird ja auch gesagt, nach diesen sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Da sagen die Zeugen der Wachtumgesellschaft, oh, guck mal da, das ist eine große Volksmenge. Und im Gegensatz zu Lukas, wo eine kleine Volksmenge erwähnt wird, ja, ist das hier eine große Menge. Und die 144.000 als feste Zahl jetzt eine bestimmte Größe, ja, obwohl sie selber sagen, die 12 Stämme, die sind symbolisch, aber wenn man die zusammenzählt, nee, dann ist es nicht mehr symbolisch, also ein bisschen merkwürdig. Aber wir sehen, dass das alles hintereinander weg hier zusammenpasst. Diese 12 Stämme, also mit 12.000, ergeben diese 144.000, ja, die davor genannt werden. Und dann wird hier direkt danach von diesen, ja, gesprochen mit dieser großen Volksmenge. Klar, zum Anfang, ja, in Lukas, was da steht, die kleine Herde, ist natürlich wenig. Hier ist jetzt die Zeit, die noch in der Zukunft liegt, ja, also wenn, ne, ein paar hundert Jahre später, das ist natürlich eine große Volksmenge geworden. Und diese große Volksmenge, ja, die wird hier gesagt, stand vor dem Thron. Und nun sehen wir in Vers 11, und alle Engel standen rings um den Thron und die Ältesten und die 4 lebendigen Wesen, und sie fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht, ja, und beteten Gott an. Also wir sehen, also diese 4 lebendigen Wesen, ja, die sind hier auch vor dem Thron, also muss das im Himmel sein. Dann kann man noch sagen, so, wir gucken uns jetzt mal an, wir wissen ja, was hier drin steht, ne, mit diesen weißen Gewändern, das gucken wir uns jetzt nochmal an. Offenbarung 3, Vers 5. So, und da sehen wir, ne, wer überwindet,
Der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinen Vatern und vor seinen Engeln. Das heißt, ja, wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden. Also diese in der großen Volksmenge haben überwunden, sozusagen, die haben ihren Lohn bekommen. Die müssen nicht nochmal in die 1000 Jahre. Hier wird doch gesagt, ja, werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen. Tja, also der die weißen Kleider bekommen hat, also diejenigen, die die weißen Kleider bekommen haben, haben gesiegt. Die haben schon das Leben, die müssen nicht später in den 1000 Jahren nochmal geprüft werden. Ja? Also die kommen nicht in die Endprüfung mehr, die haben schon gesiegt. Also wissen wir, die große Volksmenge. Und jetzt gucken wir uns nochmal an, in Offenbarung 19, Vers 1, da sehen wir das noch genauer. Nach diesen hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach: Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes. Eine große Volksmenge im Himmel, hier steht's, ja. Aber dann kommen wir jetzt zum Vers 8 hier. Das wird jetzt also nochmal eine ganz wichtige Sache jetzt, den wir ja brauchen für Offenbarung 7, Vers 9, wo der steht, die stehen in weiße Gewänder gehüllt. Ja, und jetzt gucken wir mal, was das bedeutet hier. Ne? Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend reine. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. So sieht die Sache aus. Ja, die gerechten Taten der Heiligen, das bedeuten die weißen Gewänder. Hier haben wir das wieder nochmal, ja? Offenbarung 7, Vers 9. Bekleidet mit weißen Gewändern. Das bedeuten die reinen, ja, die gerechten Taten der Heiligen, ja? Nochmal zurück. Kleidet in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Hier haben wir das jetzt ganz klar, dass also Offenbarung 7, Vers 9, was wir eben hatten, ja, definitiv im Himmel ist. Und sie haben gesiegt. Die haben weiße Leinwand bekommen. Wir wissen, dass es die gerechten Taten der Heiligen sind. Ja, wir wissen, vor dem Thron, haben wir im Vers 11 gesehen, ja, da ist auch die vier lebenden Geschöpfe, das ist vor dem Thron, ist alles im Himmel. Diese große Volksmenge hier also, was die Zeugen Jehovas sagen, das sind die anderen, die Großen, ja, die vielen, die anderen, die auf der Erde leben sollen. Tschüss, euer komischer Glaube an die leitende Körperschaft, ja. Ihr glaubt an die leitende Körperschaft. Ihr glaubt Menschen und nicht der Bibel Gottes Wort. Da müsst ihr euch entscheiden. Also ich denke, das ist jetzt ziemlich einfach gewesen, die ganze Geschichte zu sehen, was jetzt hier los ist. Es gibt für Christen kein Leben auf der Erde. Hier wird nachher aufgeräumt komplett. Das ist aber nochmal wieder ein anderes Thema. Da gibt es auch viele Bibelstellen, ja, was hier mit der Erde, dass die also, haben wir vorhin aber auch gelesen, ja, dass also die Erde, dass die also neue Himmel, neue Erde und dann kommt erst das Reich Gottes, dann sozusagen kommt das neue Jerusalem, ne? Dann kommt das auf die Erde, ne? Das hatten wir ja vorhin gehabt hier, ne? Hier war das ja, ne?
Offenbarung 21 ging das ja los, hatten wir den Anfang gelesen und hier war das ja, ne? Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Also das wird gereinigt, das Ganze, ja, und das Meer ist nicht mehr, also das Menschenmeer, ne? Das hat nichts mit dem Wasser zu tun, das Wasser, das bleibt. Das wird auch in Petrus beschrieben, dass die Erde durch Feuer vernichtet wird, ja, also dann ist das wieder erneuert sozusagen hier alles, ja, und dann kommt erst die zweite Auferstehung. So, und dann wird hier aber gesagt, ne? Und ich sah, also nach der Reinigung, Vers 1 haben wir ja gelesen, ja, dann kommt ja die zweite, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen. Also das neue Jerusalem, das andere ist sowieso vergangen hier, ja. Israel auf der Erde hatte ich ja letztes Mal schon abgehandelt, sozusagen, das neue Jerusalem, also des Israel Gottes, was im Himmel ist, das Geistige, ja, das ist das Entscheidende. Und hier kommt also das neue Jerusalem, die neue Regierung sozusagen. Ja, in Jerusalem war die Regierung damals. Da war mit dem Tempel sozusagen der Sitz Gottes und der Regierung, der König und so weiter. Und jetzt ist das alles im Himmel. Das sollte auch immer so sein. Das war nur eine Ausnahme, weil das Volk sich das gewünscht hatte damals zu Zeiten von Samuel. Wollten sie einen König haben. Jetzt ist der König aber im Himmel. Jesus ist da. Der Thron bleibt immer bestehen. Und er kommt hier ja, mit dem neuen Jerusalem, sozusagen mit der neuen Regierung auf die Erde und wird hier herrschen. Firma. So, ich hoffe, das habe ich jetzt halbwegs verständlich rüberbringen können und dass da einige, wo das vielleicht noch nicht klar war, die jetzt auch vielleicht noch aufgewacht sind oder meinen Kanal erst jetzt entdeckt haben und so weiter. Habe ja schon mal einen Teil davon behandelt, aber dann ist das vielleicht hoffentlich jetzt logisch geworden. Wenn nicht, einfach eine Frage unten drunter, kann man das klären, ne? Also unter dem Video. Gut, das soll es gewesen sein. Bis die Tage, macht's gut und tschüss.